Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die besondere Situation von geflüchteten Frauen sollte auch die Frauensenatorin Kolat interessieren. Ich würde Sie einfach bitten, auch hier im Saal anwesend zu sein, wenn wir über das Thema reden. Es wird darum gebeten, dass die Senatorin zitiert wird. Widerspruch dazu nehme ich nicht wahr, dann unterbrechen wir so lange. Ich sehe, die Senatorin ist gleich hier. Vielen Dank. Wir setzen fort. Okay, ich hoffe, mir zu hören. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In wenigen Tagen jährt sich der internationale Frauentag zum 105. Mal. In diesem Jahr richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die besondere Situation von geflüchteten Frauen. Im Jahr 2015 kamen mehr als 54.000 Geflüchtete nach Berlin. Ein Drittel dieser Menschen sind Frauen und Mädchen. Dennoch ist die Flüchtlingspolitik auf dem Genderauge blind. In Deutschland sind die Unterbringungsbedingungen, die Aufenthaltsperspektiven und die gesellschaftliche Integration von Geflüchteten überwiegend auf männliche Geflüchtete ausgerichtet, so auch in Berlin. Geflüchtete Frauen haben es besonders schwer. In jeder vierten Flüchtlingsfamilie aus Syrien kämpft eine Frau alleine um ihr Leben und das ihrer Kinder. Viele dieser Frauen fliehen aus den gleichen Gründen wie Männer. Sie suchen Schutz vor politischer Verfolgung, Unterdrückung und vor kriegerischer und religiös begründeter Gewalt. Dazu kommen allerdings weitere Fluchtursachen, von denen Frauen und Mädchen betroffen sind: Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratung und sexualisierte Gewalt. Diese Frauen benötigen dringend Hilfe und spezifische Angebote. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Berlin verfügt über eine gut ausgestattete Fraueninfrastruktur. Daran arbeiten Expertinnen mit besonderen Erfahrungen und Spezialkenntnissen hochprofessionell. Es liegt in der Tat auf der Hand, in Berlin die Frauenpolitik mit der Flüchtlingspolitik zu vernetzen. Meine Fraktion Die Linke hat während der Haushaltsberatung eine Aufstockung des Etats der Frauenprojekte um 20% gefordert. 10% sollten zum Ausgleich von Tarifsteigerungen verwendet werden, die anderen 10% zur Erweiterung der Angebote für geflüchtete Frauen. Unser Antrag wurde natürlich abgelehnt. Allerdings wurden in der Schlusslesung des Haushalts 2016-2017 pauschale Mehrausgaben in Höhe von 12,4 Millionen Euro für 2016 und 10,9 Millionen Euro für 2017 für Integrationsmaßnahmen beschlossen. Dies haben wir zum Anlass genommen, den Senat hier aufzufordern, davon 10% für spezifische Angebote für geflüchtete Frauen zu verwenden. Damit könnte sichergestellt werden, dass in allen Notunterkünften und Flüchtlingsheimen frauenspezifische Belange berücksichtigt werden.
Geflüchtete Frauen brauchen Informationen über passgerechte Ausbildungsmöglichkeiten, über Qualifizierung und den Berufseinstieg. Solche Frauen- und Mädchenspezifische Angebote sind für sie dringend erforderlich und könnten durch diese Mittel finanziert werden. Die Berliner Frauenprojekte haben das Know-how für Beratung, Qualifizierung und zum Berufseinstieg von Migrantinnen, das wissen wir. An Ideen und Konzepten mit speziellen Angeboten für geflüchtete Frauen und Mädchen mangelt es nicht. Jedoch fehlen die erforderlichen finanziellen und personellen Kapazitäten. Geflüchtete Frauen brauchen eine gesicherte Kinderbetreuung, um Sprachkurse besuchen zu können und beruflich sich weiter zu qualifizieren. Sie brauchen Unterstützung beim Einstieg in die Ausbildung und Berufsleben. Das würde vielen geflüchteten Frauen helfen, sich selbstständig und selbstbestimmt in Berlin eine neue Perspektive aufzubauen. Meine Damen und Herren, der Senat ist hier in einer Gesamtverantwortung, würde ich sagen, natürlich insbesondere die Frauensenatorin, weil das auch ihr Ressort betrifft, was die Integration von geflüchteten Frauen anbelangt. Geflüchtete Frauen leben in einer besonderen Situation und sie brauchen insbesondere spezifische Angebote. Unser Antrag wird heute in den Frauen- und Haushaltsausschuss überwiesen und dort werden wir die Möglichkeit haben, noch mal ausführlich über diese Problematik und Lösung uns dann zu verständigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Sommer.